So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. In der letzten Folge haben wir dem, Barbaren, der da saß, war es ein Barbar? Ich glaube, es ist ein Barbar, geholfen, haben dafür die Pfeife gekriegt und er hat gesagt, wenn wir jemals, oh, hier ist aber eine große Kreuzung, in Probleme geraten sollten, dann sollen wir die Pfeife, pfeifen und dann hilft er uns. Und es gibt ein kleines Problem, bei dem wir tatsächlich seine Hilfe brauchen könnten. Das Problem haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen. Ich hätte mal ganz kurz... Herunter, Simon läuft ganz langsam. Hallo, aus dem Bildschirm raus. Es ist, wo jetzt genau die Grenze ist zwischen... Simon bleibt da einfach stehen, wo ich hinklicke, oder Simon wechselt den Screen. Das ist immer so ein... Oh. Jetzt habe ich tatsächlich rausgeklickt aus dem Spiel. Auch gut! Auch gut. Damit kann ich definitiv auch arbeiten. So. Okay. Sie haben Ihren Punkt vorgebracht. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Hey, hey, wir sollten vernünftig bleiben. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Ja gut, dann sprechen wir doch mal mit dem. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich bitte, 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 bitte mit Sahne obendrauf die Brücke überqueren? Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Sie haben Glück, ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Ja. Sie haben Glück, ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Oh, das wird jetzt philosophisch. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Vermutlich. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Okay, er hat definitiv keine philosophische Veranlagung. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Ich will sie sehen. Scheint, als hätte ich sie daheim vergessen. Ärgerlich. Warum ist der Troll denn unglücklich? Vielleicht sollten wir da mal anfangen. Warum sind sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruffböcke hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Kein Problem, wir hätten Sie Ihre Ziege denn gern. Warum essen Sie nicht die zwei da Warum drüben jetzt essen gleich? Essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Die zwei werden beschützt. Ihr großer Bruder ist ein harter Brocken, glauben Sie mir. Ich weiß es bestimmt. Wenn ich eine Klaue an sie lege, dann... Du hast Angst vor einem Ziegenbock? Ja, komm. Sie haben Angst vor einem Ziegenbock? Das ist kein gewöhnlicher Ziegenbock. Er ist 3 Meter lang mit unglaublichen Hörnern. Ich will nur etwas Ziege zum Essen. Ich habe das Bedürfnis, den Ziegenbock zu sehen. Guck mal, was mir gerade aufgefallen ist. Da hinten der Baum. Das sieht auch so aus, als ob er ein Gesicht hätte. Ich muss jetzt gehen und meinen Bombard füttern. Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht wäre nett. Seit Jahren hatte ich keine Ziegensuppe mehr. Ich sehe mal, was ich arrangieren kann, okay? Okay, einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Das ist eine magische Pfeife. Das ist eine magische Pfeife. Magisch, hä? Gib's her.
Das hat ja viel gebracht. Wo waren wir doch gleich? Ach ja, ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt. Joa. Macht dir dieser Typ Ärger? Ja, schnapp ihn dir. Okay. Oh. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, gnädiger Herr. Es scheint, als wäre er anderer Meinung. Oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Yep. Vielen Dank. Bis dann. Guter Wurf. So ein netter Baba. Und jetzt können auch die Ziegen ganz langsam über die Brücke gehen. Ganz langsam. Ich würde mir ganz gern mal noch das Schild anschauen. Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Kann ich das Schild, das kann ich nicht mitnehmen, oder? Doch! Das kann ich tatsächlich, okay. Ja, cool. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Sind wir denn hier? So langsam wird es etwas unübersichtlich. Wir müssten ja jetzt... Nein, das ist nicht das, wo ich hin wollte. Hier unten vielleicht? Geht das bei Quest for Glory, war das glaube ich so, dass wenn ich irgendwohin doppelt geklickt habe, dann ist er da sofort hin, also ohne Laufanimation. War das Quest for Glory? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, oder was war das denn? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. So, jetzt sind wir hier. Ich glaube zu wissen, wo wir hier sind. Ja, richtig. Der Dorfdepp. wir sind nicht hier, wo ich gehofft habe, dass wir sind, aber hier können wir auch was machen. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. So als Fast-Zauberer. Was für Bohnen? Nicht die Bohne. Das macht mich ganz blümerant. Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Die Natur braucht Zeit für ihre wundersame Magie. Du bist reingelegt worden. Vielleicht musst du sie gießen. Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Ich bin dir einen Schritt voraus, Bube. Nun steh da nicht rum. Gieß es auf die Bohnen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. So, und wenn wir jetzt wieder auf die Map gehen, müsste er weg sein. Ja, dann können wir uns einfach die Bohnen mitnehmen. Richtig fies. Jetzt muss ich überlegen. Der Eimer bringt uns... Bringt der uns schon was? Ich glaube nicht. Wir können mal ganz kurz per Schnellreise... Benutze diese Karte, ja, um schneller vorwärts zu kommen. Natürlich, benutze diese Karte. Dorfhexenhäuschen. Und jetzt, da ist die Trollbrücke. Die Kreuzung, da sind wir jetzt. Gehen wir mal ganz kurz zurück zum Dorf. Wir müssen jetzt zurück zu Kalypsos Haus. Denn da können wir jetzt... Moment, hier gab es doch auch irgendwo noch... Irgendwo gab es noch was, was ich haben möchte.
war das... Moment, jetzt muss ich... Nee, war, das war hier. War das in dem Haus, das da links ist? Mir fehlt nämlich gerade ein Item und mir... Ich komme nicht mehr drauf, woher wir das bekommen haben. War das... Das müsste ja eigentlich hier drin... Also thematisch würde es Sinn machen. Da ist doch so ein... Aber es ist nicht der, den wir brauchen. Verdächtige Kräuter, Elchkopf. Nee. Wo gab's den denn? Mist. Jetzt fehlt mir natürlich ein Item. Das ist etwas uncool. Hier können wir auch noch nicht weiter. Nee, dann muss ich da mal nachschauen, wo wir das finden. Oder haben wir das? Nee, haben wir noch nicht. Hätte mich auch gewundert. Da ist er! Der Klöppel, den brauchte ich. Ah, wundervoll. Na, den muss man erstmal übersehen. Der war so schön gold. Der Schmied, der ahnt natürlich nichts. So, hinter die Hütte. Denn hinter der Hütte haben wir einen magischen... Die habe ich vom Dorfdepp im Wald bekommen. Ja, haben wir einen magischen Komposthaufen. Wenn wir da die Boden reinstecken... Wow, das muss ein guter Kompost sein. Bekommen wir eine Wassermelone raus. Das würde meine Nase überfordern. Nein, das soll sie mitnehmen. Ich muss wohl in der Biologiestunde geschlafen haben, als wir gelernt haben, wie aus Bohnen Melonen wachsen. So, da muss ich ganz kurz nochmal mit der Karte, dann reisen wir zurück zur Kreuzung. Ah, jetzt sind wir wieder hier. So langsam macht aber auch mein Gedächtnis ein bisschen schlapp. Kommen wir da weiter? Ne, das bringt uns nichts. Ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr, wofür wir Seil und Magnet gebraucht haben. Kalypsus Notiz. Jetzt sind wir auf jeden Fall... Wie bin ich denn an der... Ich bin an einem Ort vorbeigelaufen, der eigentlich total wichtig ist, aber ich weiß nicht, wie ich den verpasst habe. Eine Metallstange aus dem Innern einer Glocke. Egal, dann überspringen wir das erstmal. Das können wir auch nachher machen. Hier können wir auf jeden Fall den Klöppel an die Glocke hängen. Und dann natürlich auch entsprechend die Glocke benutzen. Einen Moment, bitte. Pff. Wer hat das Licht ausgemacht? Ja. Ne? So viel dazu. So. Und wir klettern mal das Haar hoch, wer da oben wohl auf uns wartet. Man mag es gar nicht erwarten. Ganz langsam klettert Simon da hoch. Ganz langsam. Huch! Da ist ja gar keine Frau am anderen Ende des Zopfes. Boah! Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Vergib mir schönst, ich bin euer nicht wert. Welche böse Hexe soll ich denn sein? Ich bin Prinz Charles. Ich bin Prinz Charles. Komm und begebe dich in meine Arme. Du bist der dritte Prinz Charles in dieser Woche. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Ih, Fleischpastete. Simon denkt dasselbe. Welche Hexe denn? Welche Hexe meinen Sie? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles.
Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Womit habe ich das verdient? Und einfach das Schwein in den Hut gepackt. Eine spanische Wand, können wir es mal anschauen. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Kann man nicht das mitnehmen, oder? Das ist zu groß für mich. Ach, aber das Schwein kannst du mitnehmen, oder was? Gut, dann würde ich sagen, was wir mit dem Schwein machen, schauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.